Ja, hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Soccerbude. Ich bin heute in Düsseldorf zu einer An- und Verkaufstour. Hier ist es ein bisschen laut, weil ich bin direkt an der Straße, wie ihr seht. Und ich werde jetzt hier direkt gleich den ersten Retro-Laden abklappern. Der soll hier ganz in der Nähe sein. Also Google Maps sagt mir noch 50 Meter oder so, also gehe ich da jetzt mal hin. Ansonsten gucken wir mal, was GameStop hier noch so zu bieten hat. Oder ob ich noch einen anderen Game-Shop irgendwie erwische. Muss ich mal gucken. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen spät. Aber ich guck mal, was so geht. Ja, Düsseldorf, was ist zu Düsseldorf noch zu sagen? Die Landeshauptstadt von NRW. Da wollte ich immer schon mal auf Gamejagd gehen. Und ja, ich nehme euch wie immer Impressionen auf. Wir sehen uns dann später in meiner Zockerbude. Hier ist es nämlich jetzt auch zu laut. Ich sag mal, bis später in meiner Zockerbude. Ja, meine lieben Freunde, ich bin zurück aus Düsseldorf und wie ist das überhaupt zustande gekommen? Ich war eigentlich nicht für eine An- und Verkaufstour in Düsseldorf. Ich war eigentlich mit meiner Frau shoppen, also wir wollten mal eine andere Stadt sehen, weil wir Münster und Dortmund schon in- und auswendig kennen. Das ist das, wo wir normalerweise hinfahren, weil es auch das nächste ist von uns. Also Münster oder Dortmund oder Hamm auch noch. Und wir wollten mal eine andere Stadt sehen zum Shoppen und so. Und Düsseldorf ist eine schöne Stadt. Und gerade in NRW bietet sich das an. Wir haben hier vielleicht viele Städte, die schnell erreichbar sind. Und dann wollten wir mal nach Düsseldorf. Und natürlich waren wir auch schon mal in Düsseldorf, aber schon lange nicht mehr. Und so zum Shoppen waren wir auch noch nicht da. Und dann sind wir da zum Shoppen halt mal hingefahren. Und schöne Stadt natürlich. Alles so sauber und so. Und wahrscheinlich eine der schönsten Städte in NRW, denke ich mal. Unsere Landeshauptstadt. Ja, war ganz schön. Und ich war, wie gesagt, ich war dort nicht für eine An- und Verkaufstour eigentlich, aber hat sich dann so ergeben. Ich habe dann, wo meine Frau dann gerade TK Maxx und andere diverse Läden wie Deichmann und Co. Besucht hat,
konnte ich mich kurz abseilen und zu dem Retro-Laden, was ihr da jetzt gesehen habt, in der ersten Sequenz, da konnte ich mich kurz hin abseilen, war ungefähr, war schon ein Stück, 900 Meter bis dahin, also von der Stadt, jetzt von der eigentlichen City, also von der City, will ich nicht sagen, von der Fußgängerzone, wo halt diese ganzen Läden sind, war das schon ein Stück und bin da hingelatscht und hab da auch was gefunden. Hatte eigentlich noch geplant, vielleicht noch zu einem anderen Retro-Laden hinzufahren. Und das hat sich da, meine Pläne wurden aber ein bisschen umgeworfen, dazu komme ich später. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich in dem einen Laden gefunden habe. Erstmal Games Company hieß der Laden. Ein sehr cooler Laden, der viel Retro-Stuff hatte und was echt cool war. Ich habe den Chef gefragt, ich durfte dort filmen. Deswegen habt ihr jetzt wahrscheinlich in den Depressionen auch viel aus dem Laden gesehen. Echt ein cooler Laden, der hat viel Retro-Stuff da hatte. Preislich orientiert an den, sehr orientiert an den eBay-Preisen. Mal 5 Euro drunter, 5 Euro drüber auch mal. Aber orientiert an den eBay-Preisen war das schon, muss man sagen. Aber nicht, konnte ich jetzt keinen Oberschnapper machen. Aber ein Game habe ich mir doch mitgenommen. Und zwar, ich meine, ich hätte 15 Euro bezahlt. Ne, 18, glaube ich. Ein Mega Drive Classic. Und zwar World of Illusion, starring Mickey Mouse und Donald Duck, ein Jump-and-Run-Spiel. Ja, nee, jetzt nicht in dieser Classic-Hülle, sondern halt in der. Also ist ja schon Classic. Also in dieser Classic-Hülle. Sowas wie zum Beispiel Platinum für PlayStation ist oder Player's Choice für Nintendo. Waren halt diese Classic-Mega Drive-Dinger halt für Mega Drive. Ne? Und das ist so in so einer braun. Das sieht so aus ein bisschen wie Papier, ne? Als ob das da so rauskommt. Ja, ist mir auch egal, welche Edition das ist. Ne? Ist auf jeden Fall ein cooles Mega Drive-Spiel. Ein Jump'n'Run-Spiel, was ich gerne noch in meiner Sammlung haben wollte. Von Disney. Richtig cool auf jeden Fall. World of Illusion. Starring Mickey Mouse und Donald Duck. Ein Jump'n'Run-Spiel. Ein schönes. Ja, das war das erste. Ich versuche mal eben herauszufinden, von welcher Firma das ist. Steht aber nur Sega. Keine Ahnung. Ja. Das war das eine. Und dann habe ich mir gedacht, so, dann war ich halt wieder in der Stadt, auf dieser Einkaufsmeile, sage ich jetzt mal. Und dann bin ich zu GameStop gekommen. Dann bin ich bei GameStop vorbeigekommen. Und habe da auch ein bisschen gestöbert. Die hatten echt noch viel DS-Kram und auch noch ein bisschen Wii und Wii U. Eher mehr Wii U als Wii. Und Switch-Spiele sind halt teuer da. Ne? Switch-Spiele sind halt fast genauso teuer wie neu. Ne? Lohnt sich überhaupt gar nicht für Switch-Spiele, ist GameStop. Aber DS-Spiele habe ich mal wieder zwei gefunden für meine Sammlung. Und zwar, das eine war ein Jump-One-Spiel für 3 Euro. George, der aus dem Dschungel kam. Ich hoffe, das ist ganz cool. Aber ein Jump-One-Spiel für 3 Euro, ne? Komm, nimm mal mit. Die werden irgendwann vielleicht. Also ich gehe davon aus, dass DS-Spiele irgendwann auch nochmal im Wert steigen werden in zig Jahren. Ne? Und deswegen, ich baue mir da jetzt schöne Sammlung auf. Es ist ja eigentlich jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich DS-Spiele zu holen. Das möchte ich damit sagen. Auf jeden Fall George, der aus dem Dschungel kam. Für 3 Euro. Obwohl auch heutzutage es schon DS-Spiele gibt, die teuer sind. Dann Asterix und Obelix 2 XXL. Oder XXL 2. XXL 2 heißt es. Ich glaube, es sind so Minispiele. Mit so Herausforderungen und so, ne? Die man da spielen muss. Aber ja, ganz cool. Ne? Von Atari übrigens. Auf jeden Fall Asterix und Obelix XXL 2, so Minispiele. Ich hoffe, das ist ganz cool. Mission V-Fix. Nie gezockt, aber ja, das hat 5 Euro gekostet. Das 3 Euro für 8 Euro, ne? 2 DS-Spiele. Und ja, ganz cool. Fand ich, war ein ganz guter Deal. Ja. Dann, wie gesagt, hatte ich eigentlich vor, noch einen Retro-Laden mir zu holen. Also zu einem Retro-Laden noch zu fahren, der ein bisschen weiter entfernt war. Es gibt ja noch, also ich habe Google Maps hat mir noch zwei andere angezeigt. Der eine war, glaube ich, etwas 2 Kilometer und der andere auch so um die 2 Kilometer oder noch mehr. Auf jeden Fall ein bisschen weiter entfernt. Da hätte ich dann irgendwie hinfahren müssen. Zu Fuß wäre ein bisschen zu weit gewesen von da, wo ich war. Aber ich habe mir gedacht, geh erstmal zu Saturn. Vielleicht findest du ja bei Saturn noch einen Schnapper. Hab dann auch ein paar Spiele gefunden. Zum Beispiel, hab das Spiele gesehen, hatten sie auch runtergesetzt. Zum Beispiel Balan Wonderworld hatten sie, glaube ich, für 15 Euro da. Plants vs. Zombies war da für ein 20.
Minecraft für 25 Euro hatte ich auch schon in der Hand gehabt. Und auch noch andere Spiele waren da günstig. Ein paar, also bei Saturn waren schon ein paar Switch-Spiele günstig da. Zum Beispiel auch WWE Battlegrounds für 5 Euro war da. Hab ich aber schon. Und ja, waren schon ein paar coole Games da. Aber ich habe mir dann doch was anderes mitgenommen, was ich auch so günstig noch nie irgendwo gesehen habe. Also früher war das auf jeden Fall weitaus teurer, wird natürlich inzwischen im Preis gefallen sein. Vielleicht ist das auch schon inzwischen so ungefähr der normale Preis, was ich jetzt bezahlt habe. Aber irgendwie hatte ich Bock drauf und ich wollte es schon lange haben und habe mich jetzt ein bisschen zu hinreißen lassen. Für 55 Euro habe ich mir geholt, ich meine 55 Euro bezahlt zu haben, Ring Fit Adventure. Ja, mit diesem Fitnessring und mit diesem Be Ding, was man am Bein macht, wo man halt verschiedene Level machen muss und Fitness und wo man fit wird. Das habe ich mir geholt. Also ja, da hatte ich schon lange Bock drauf. Ich habe mir eigentlich gedacht, vielleicht könnte ich da auch ein bisschen fitter mit werden. Also natürlich weiß ich, dass sowas nicht nur ausreicht. Ne? Man sollte auch ein bisschen wahrscheinlich nur meinen Sport treiben. Aber es kann dazu beitragen und dass es auch echt Spaß machen soll und ein cooles Spiel sein soll, habe ich mir das jetzt mal gegönnt. Wollte ich schon lange haben, wie gesagt. Es ist so ein Ring und man hat so noch so ein Beingurt um und muss man halt springen und den Reifen so zusammen machen und noch andere Sachen. Ich habe es jetzt noch nicht gezockt. Auf jeden Fall, das habe ich gesehen. Und verschiedene Level muss man machen und gibt es wohl auch verschiedene Modi. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall, werde ich jetzt auch demnächst, werde ich jetzt direkt anfangen, damit ich auch direkt fit werde. Ich habe nämlich echt zugenommen. Ich war nämlich auch zwischendurch, ja, war Weihnachten, zwischendurch war ich auch noch in Quarantäne. Und solche Sachen alle. Und deswegen, um meinen Bauch mal ein bisschen abzutrainieren, ich weiß, das wird nicht nur helfen. Dazu gehört auch gesunde Ernährung, dazu wahrscheinlich auch noch ein bisschen Joggen oder Fitnessstudio. Ich bin eher für Joggen, wenn mir das mehr Spaß macht. Und ja, aber das soll dazu beitragen. Das habe ich mir dann gegönnt für 55 Euro. Das hat dann meine ganze An- und Verkaufsstrategie umgeschmissen, weil ich dann so viel Geld ausgegeben habe, schon dafür, dass ich nirgendwo mehr hinfahren musste. Ne? Aber ja, war ganz in Ordnung. Ne? Wollte ich unbedingt haben, wollte ich schon lange haben. Ich bin jetzt froh, es jetzt auch zu haben. Ring Fit Adventure. Ja. Das war meine An- und Verkaufstour aus Düsseldorf. Wie gesagt, schöne Stadt, hat Spaß gemacht da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Das war's. Euer Patrick.